lieber Karl-Heinz. Wir haben uns jetzt länger nicht mehr getroffen. Und leider. Dann haben wir so über unsere Kontakte mal gedacht, man müsste eigentlich manche Themen wieder mal aufgreifen. Themen, die möglicherweise von anderen vernachlässigt werden, aber Themen vor allem, von, die sehr aktuell sind und wo wir unseren Senf auch mit dazu eingeben. Naja, was wir heute besprechen wollen, ist ja der neue entbrannte Iran-USA-Konflikt. Und da wird noch weiß Gott viel drüber geredet. Die Frage ist nur, wie tief gehen Sie ins Detail und wie fair wird berichtet? Ja, das ist natürlich schon die Frage, wenn du liest, was da passiert ist. Dieser Terrorgeneral Suleiman, der ist getötet worden. Ich würde sagen, der ist nicht getötet. Würdest du den Terrorgeneral nennen? Nach dem, was ich in der Zwischenzeit erfahren habe, was der gemacht hat, würde ich dir alles andere nennen als einen Terrorgeneral, allenfalls als einen General, der für sein Land auch gearbeitet und gekämpft hat. Er hat nämlich den so böse beleumundenden IS bekämpft, vor allem bekämpft in der Weise, dass er sagte, die dürfen nie nach Iran reinkommen. Das muss ich verhindern mit meinen Truppen, die mittlerweile ja auch Terroristen also, sind. Da muss ich gleich mal was dazu sagen, zu dem IS. Nach unserer heutigen allgemeinen Leseart ist es doch so, Amerikaner sagen auch, also wenn wir dort rausgehen als Ordnungsmacht, dann erstarkt die ISIS wieder und dann bringen die alles durcheinander und dann versinkt das im Chaos. Nein. Man hat diese ISIS gebraucht und hochgerüstet, damit ein Popanz da ist. Dieser islamische Staat, die Armee des islamischen Staates, hätte niemals Macht bekommen können, wenn sie nicht von außen gesponsert worden wäre. Ja. Und es sind die Verbündeten der Amerikaner. Das ist Saudi-Arabien eindeutig und Katar. Und dann ist es natürlich auch nicht ohne die Hilfe der Türkei zustande gekommen. Was die an Material hatten, und vor allem selbst wenn man sagt, die haben erbeutet. Ja gut, aber wie schnell ist das im Krieg kaputt, das braucht man gar nicht zerschießen. Die brauchen nur lange genug fahren, dann sind die Filter verstopft, dann sind die Reifen kaputt, dann wird doch bei denen auch nichts repariert. Ich kenne doch das. Die haben pausenlos neues Material bekommen. Und die hätten nur, wenn sie wirklich den islamischen Staat hätten ausschalten wollen, dann hätten sie den austrocknen können innerhalb von wenigen Wochen, indem sie ganz einfach seinen Materialzufluss gestoppt hätten. Ja, aber die sind ja finanziert worden mit den Zielen, dass sie für Unordnung sorgen. Das ging ja schon los, als die Russen in Afghanistan waren. Aber er hat noch mal unterbrechen, ich meine, es ist ja nicht nur Geld, das Finanzieren, sondern damit wird ja was gekauft. Ja. Geldfluss, der kann irgendwie im Dunkeln stattfinden. Aber wenn die mit Material versorgt werden, mit neuen Autos, mit Munition, wie schnell sind die riesigen Munitionslager, alle, die konnten sich nur entfalten, weil jemand da war, der das wollte und der sie beliefert hat. Ja, und das geht, wie gesagt, weit zurück. Und USA ist einer der Hauptunterstützer dieser IS-Nachwuchsmannschaft immer gewesen, die unter verschiedenen Gesichtern dann immer wieder aufgetaucht sind, und du hast völlig recht, die sind von vielen Seiten. Die hätten keine Rolle spielen können, nicht die geringste. Und die können auch, wenn die Amerikaner jetzt rausgehen, die können auch keine Rolle mehr spielen. Ja, und wenn sie nicht mehr unterstützt werden. Dann. Wenn sie nicht mehr unterstützt werden. So, und du weißt ja, dass es immer wieder möglich ist, mit kleinen Revolutionchen und Revolutionen in irgendwelchen Staaten Unruhe zu stiften. Das hat man mit Libyen getan, das hat man mit Syrien getan. Ich will gar nicht alle anderen aufzählen, aber ja, das will aber man ja jetzt auch mit dem Iran versuchen. Das Interessante ist doch, das sind immer alles schöne Pläne. Die werden vom Geheimdienst gemacht und dann werden, wie du sagst, Inszenierungen vorgenommen. So. Und was kommt am Ende dabei raus? Das meiste ist ja schiefgegangen. Was war das für eine wunderbare Planung mit der Ukraine? Die haben sich vorgestellt, dass ein paar Wochen später die amerikanischen Raketen auf der Krim stehen. Was ist passiert? Das Gegenteil.
In Somalia das Gegenteil. Der gesamte arabische Frühling ist in die Hose gegangen. Die haben immer so Vorstellungen, was man alles machen könnte. Der Irak. Irak hat ja auch nicht funktioniert. Und da haben sie auch große Fehler gemacht. Aber da kommen wir noch dazu. Ja, ja. Sie haben sich da auch, die Amerikaner haben sich auch in Unkenntnis der, wie soll ich mal sagen, der ethnischen Zusammensetzung ja, der Bevölkerung auf die falschen Hilfskräfte gestürzt. Ja, ja, ja. Aber nochmal, um auf den Soleimani zu kommen, überrascht hat dann möglicherweise den Trump auch, dass diese Beliebtheit dieses Generals nicht nur im Iran, sondern auch im ganzen Gebiet durch diese Trauerfeiern und all diese Dinge hochgekommen sind, wo Millionen fast sich... Gut, das ist die eine Seite. Dass mal eine Person ein rotes Tuch wird für die Amerikaner oder für die Israelis oder die Saudis. Die Frage ist doch nur, das ändert doch nichts daran, dass man einen Gegner, noch dazu im fremden Land, nicht einfach ermorden kann. Das ist keine Kriegsführung, das ist ein Verbrechen. Leute, die das tun, in Amerika gehören sie auf den elektrischen Stuhl. Richtig, richtig. Das ist mehr als ein Kriegsverbrechen, das ist ein richtiges... Das ist schwer kriminell. Das ist blanker Mord. Ja, stell dir mal vor, der Iran hätte den US-Außenminister oder was weiß ich, für eine Drohne getötet in Paris. Und hätte auch nur gesagt, das haben wir getan. Ja. Was wäre dann passiert? Tja, dann das wäre los gewesen. Und überhaupt diese ständige Behauptung der Amerikaner, der Iran fördert den Terrorismus. Ja, wenn man natürlich... militärische Einheiten, nur weil sie einem nicht gefallen, weil sie nämlich zu stark sind, ja. Wenn man die einfach als Terroristen einstuft, man stuft die ein, dann ist der Terrorismus gefördert. Aber tatsächlich sind das doch zum Beispiel diese Hezbollah, das sind doch infanteristisch ausgebildete Einheiten. Ja. Nach dem Kriegsrecht vollkommen in Ordnung, sie sind uniformiert, sie tragen ihre Waffen offen und sie stehen unter dem Kommando eines Führers. Also wo ist da der Terrorismus? Terrorismus ist das, was die anderen machen, auch die Israelis. Wir sind ja schon daran gewöhnt, wie oft haben die im Gazastreifen einfach irgendwen abgeschossen aus der Luft. Mord, blanker, hinterhältiger, perfider Mord. Dort sitzen die eigentlich. Und das Schlimme ist, dass wir immer noch im Bündnis sind mit Mächten, die sich so schwer kriminell verhalten. Spätestens jetzt müssten wir mal sagen, mit diesen Leuten können wir nicht in einem Militär, überhaupt in keinem Bündnis sein. Wir begeben uns in die Komplizenschaft mit diesen Machenschaften. Ja. Ganz am Rande sollte man auch erwähnen, es gibt das sogenannte Gewaltverbot der UNO in der UNO-Charta. Und 1945. Ja, sie steht schon in der Bibel, du sollst nicht töten. Na, da steht ganz, ganz klar drin, ich darf das mal zitieren, dort wird untersagt, den Mitgliedstaaten, und das ist ja auch die USA, grundsätzlich jede Androhung oder Anwendung von Gewalt in ihren internationalen Beziehungen, jede militärische Gewalt, nicht mehr nur den Krieg, eines Staates gegen einen anderen, und das ist völkerrechtswidrig. Schau mal, was der Trump gemacht hat, als es hieß, der Iran wird sich revanchieren für diesen Mord. Hat gesagt, ja, ich habe 52 Ziele, Kulturziele auch, die kann ich jederzeit vernichten. Dann sieht man schon auch, wie unmoralisch deren Denkschemen sind, ja. Wie unmoralisch, so wie die kleinen Kinder auch, bösartig. Ja. Dann mache ich dir deine Sachen kaputt, die dir wichtig sind. Es sind ja auch keine kriegsentscheidenden Ziele, es sind ja keine militärischen Ziele, sondern es ist nur blanker Hass. Das ist so moralisch derartig verwerflich. Du merkst schon, da rege ich mich furchtbar drüber auf. Und diese Islamische Republik, die wird hier wird verteufelt noch und noch. Und keiner bringt es fertig, ein bisschen objektiv über den Iran zu berichten. Du merkst schon, ich reg mich auf dabei. Ja, ich möchte es auch. Aber lass uns nochmal, ich würde auch ganz gerne dich Ähnliches fragen zum Iran grundsätzlich. Aber vielleicht bezogen auf den Mord nochmal jetzt der Anschluss an diese UNO-Gewaltsverbot-Charta.
Es gibt ja auch den Strafgerichtshof in Den Haag. Und du sagst, das sind Verbrechen, die die Leute begangen haben. Die müssten auf den elektrischen Stuhl kommen oder sonst wohin. Oder in Nürnberg aufgehängt werden. Weil du Nürnberg sagst, vor diesem Hintergrund muss man natürlich auch den Kriegsverbrecherprozess dann nach Kriegsende ganz anders beurteilen. Es war nur eine reine Kriegsbeurteilung. Und ich muss das jetzt auch mal sagen, zum Beispiel der Rudolf Hess hat lebenslänglich bekommen. Der war so, nach wenigen Jahren war der schon weg, war in England. Man hat ihm keine Kriegsverbrechen, eigentlich überhaupt keine Verbrechen nachweisen können und vorwerfen können. Der Vorwurf war Vorbereitung eines Angriffskrieges und der Beweis war seine Unterschrift als damaliger Innenminister bei der Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht. Das hat er unterschrieben und das war sozusagen die Grundlage für seine Verurteilung. Also da würde ich ganz gerne auch nochmal einiges dazu sagen, was ich da jetzt bei diesem vorhin genannten Historiker aus Russland, Starikow, mitbekommen habe. Da gibt es einige Fragen zu Hess, die wir vielleicht dann nachher beantworten können, nicht jetzt. Ja. Wir sind aber beim Iran jetzt. Diese Schwerverbrecher müssten nach Den Haag gekommen sein, schon längst. Weil die kommen auch nicht hin, weil der Trump, Bush Junior irgendwo ein Gesetz gemacht hat. Mhm. Wenn dort ein Amerikaner vor Gericht kommt, dann greifen wir den Gerichtshof militärisch an. So konkret ist es geworden. Mit solchen Irrsinnigen haben wir ein Militärbündnis. Ja. Wir sollten doch gelernt haben, dass Militärbündnisse zum Unglück sind. Ja. Das war im Ersten Weltkrieg so. Hätten wir dieses unzählige Bündnis nicht gehabt, wären wir in diesen Krieg nicht hineingeschüttet. Nee. Das ist eine Katastrophe. Aber wollen wir noch mal die Verhältnisse im Iran vielleicht mal ein bisschen beleuchten? Ja, vielleicht noch einen Satz noch dazu. Als Konsequenz aus diesem Mord kann auch Deutschland betroffen werden. Denn denk an Rammstein, an diese Relaisstation. Wir lassen zu, dass auf unserem Gebiet Kriegsverbrechen gefördert werden können. Ja, das ist theoretisch. Wir wissen es beide nicht, was sie tun werden im Falle eines Falles. Aber ich glaube, das ist so ziemlich das Letzte, was den Iranern einfallen würde, dass sie die Deutschen angreifen. Die Iraner sicher nicht. Die Iraner nicht. Und zwar gerade die Iraner, denk mal an den Ahmadinejad, denen ist klar, dass die Deutschen nicht so können, wie sie wollen. Denen ist klar, dass wir den Krieg verloren haben, dass wir in der Hand unserer Feinde sind und dass unsere Regierung eine Marionettenregierung ist. Das wissen die und die sind nach wie vor immer noch deutschfreundlich, obwohl wir sie oft genug auch in letzter Zeit in Arsch getreten haben. Also jetzt schauen wir mal rüber zum Iran. Ja. Wenn du unsere Medien liest, da ist die Rede vom Regime, da ist die Rede vom Mullah-Regime. Das sind ganz Hinterwäldler und Terroristen vielleicht auch viele. Und der Staat ist unmöglich nach den Medien, die uns erreichen. Wie hast du das Land? Du warst ja mal vor Jahren drüben. Das ist natürlich vielleicht mehr ein Eindruck aus dieser Zeit. Aber du kannst vielleicht einiges schon sagen, was ist das für ein Land? Was sind das für Menschen dort? Da muss ich Folgendes dazu sagen. Ich kenne den Iran aus der Schah-Zeit. Ich war zur Zeit von Soraya im Iran und später auch Farah Diva. Später, nach der Khomeini-Revolution, war ich nicht mehr dort. Ich kann also die heutigen Verhältnisse im Iran nur von außen beurteilen. Aber was ich sehe ist, ich vergleiche die Situation, die Lebensqualität der Bevölkerung von damals mit der heutigen. Und ich glaube auch die heutige Opposition, auch die iranische Opposition, die haben gar keine richtige Vorstellung mehr, was vor zwei Generationen, das ist es ja schon inzwischen, wie die Lebensqualität der iranischen Bevölkerung war. Es war grauenvoll. Ich habe nirgendwo im Leben so viel
hungernde und zerlumpte, in buchstäblich in Lumpen daherkommende Menschen gesehen. In Teheran, im Zentrum, in der Avenue Shah, Shahrezad, da sind natürlich die Herrschaften rumgelaufen, sehr elegant, nur Maßanzüge, immer schön mit Weste, die Frauen mit Kostümen. Die waren sehr elegant. Man hat ja gesagt, die Perser sind die Franzosen des Orients. Mhm. Aber wenn man dann ein bisschen aus dem Zentrum raus ist, dann hat man schon gesehen, wie armselig das Ganze ist. Und außerhalb keine Straßen, nirgendwo, nur eine Eisenbahnlinie, und die hat der Schah Reza gebaut, mit Gewalt noch. Und wenn ich das jetzt vergleiche, diese Armut, dieses damalige offenkundige Desinteresse des Schahs, sein Land zu entwickeln, das hat ihn gar nicht interessiert. Mittelalterlich, grauenvoll. Und wenn ich das vergleiche mit der heutigen Situation, dann sehe ich niemanden mehr in Lumpen gehen. Egal, auch im Außenbereich nicht. Es gibt Straßen überall. Es gibt eine Wasserversorgung, auch in Teheran damals. Dann hörte man früh immer, brüllte immer jemand ab, ab. Dann fuhr jemand mit so einem Handkarren durch die Straßen und hat Trinkwasser verkauft. Ganz Teheran war sozusagen auf Jauche gebaut. Die hatten kein Abwassersystem. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, die reichen Leute am Fuße des Elbus in Shimran, die haben natürlich besser gelebt. Die hatten auch frisches Wasser. Aber im Großen und Ganzen war das grauenvoll. Und heute haben sie zu essen. Niemand hungert. Niemand hungert. Und die Bevölkerung will ja eigentlich mehrheitlich dieses islamische System und will ja auch die Scharia als Rechtsgrundlage haben. Der größte Teil der Bevölkerung unterstützt das, vor allen Dingen die schiitische Bevölkerung. Das hat Jahrhunderte funktioniert, die haben nie anders gelebt früher als nach dem Koran, auch was ihr tägliches Leben, ihre Gesetze anbelangt. Nun sind natürlich nicht alle Schiiten im Iran. Mhm. Nun könnte man denken, daraus erwächst die Opposition. Auch im Iran sind die Leute überwiegend Schiiten. Aber in Aserbaidschan zum Beispiel im Norden, dann herrschen die Sunniten vor. Aber da hat es nie Spannung gegeben, nur Muslim. Und diese Frontstellung zwischen Sunniten und Schiiten kenne ich aus dem Iran nicht. Außerdem haben sie auch noch andere Minderheiten, zum Beispiel die Armenier. Wenn ich in Teheran war, habe ich im Armenierviertel gewohnt. Mhm. Die hatten ihre Riesenmetzgerei, so nach deutschem Vorbild, da konntest du Wurst kaufen. Das können die heute noch. Das sind Christen. Die lassen die Armenier so leben, wie sie wollen. Und die Strenge richtet sich nur gegen die Abtrünnigen, gegen die Muslim sind, aber dann abfallen und nicht mehr zu ihrer Religion stehen. Die trifft natürlich die ganze Härte der Scharia. Die Iraner haben von alters her immer noch, wir sagen Feueranbeter, die Zarathustrier, die sind akzeptiert, das gehört zu ihrer Kultur. Was haben sie noch? Sie haben auch arabische Minderheiten, auch im Süden ein paar sunnitische Minderheiten. Und damit kommen sie klar. Das war aber schon in der Antike so. Mhm. Das iranische Großreich war immer ein Vielvölkerstaat. Das ging ja bis rein, bis nach Usbekistan. Ja, das iranische Großreich, schon vor Darius und Xerxes und Artaxerxes, das reichte bis nach Bulgarien. Mhm. Bis nach Bulgarien, Ägypten, Libyen, einschließlich Abessinien, bis Indien, bis an den Indus. Das alles gehörte zum iranischen Großreich. Und das ist auch die Frage, die ich mir manchmal stelle. Man denkt immer so, die sollen doch da hinten bleiben, was haben die da im Mittelmeer zu suchen? Ja, wenn sie es ihre Daseinsberechtigung so definieren wollten in diesem Gebiet wie die Israelis, dann müssten sie sagen, wir waren doch eigentlich die Großmacht damals, als ihr
nur ein kleines Völkchen in Palästina gewesen sein. Wir haben euch doch befreit. Nicht? Die Iraner haben sie aus dem assyrischen Joch befreit. Aber das ist eine Geschichte, die moderne Opposition. Aber kommen wir nochmal auf heute zurück. Stichwort Bildung. Also da bin ich jetzt, ich habe es gelesen irgendwann mal, die Bildungsstand im Iran ist relativ hoch geworden. Geworden, ja. Auch für die Frauen studieren mehr Frauen an Hochschulen als Männer, als Beispiel. Ja. Wenn Sie schön brav Ihr Kopftuch tragen, sich anständig benehmen, dann steht Ihnen alles offen. Aber ich will mal auf die Opposition zu sprechen. Ja, ja. Wir haben das ganz ähnlich auch in Syrien. Ich habe das ja auch damals miterlebt, wie in Syrien eine sozialistische Regierung installiert worden ist. Das war ja die Baath-Partei. Komischerweise, dass dieselbe Partei, der auch Hussein angehörte, trotzdem haben sie sich später gegenseitig bekriegt. Und das führte natürlich dazu, zu Enteignungen und Bodenreformen. Und ich erinnere mich noch, dass ich mich damals mit so jungen Exilsyrern unterhalten habe und die haben natürlich gemault, weil man ihnen zu Hause ihre riesigen Ländereien mindestens zum Teil weggenommen hat und auf die Bevölkerung aufgeteilt hat. Das ist einer der Gründe, das ist eine der Ursachen der syrischen Opposition. Und das andere ist natürlich dann auch diese radikalen von Saudi-Arabien gesteuerten Muslimbruderschaften, die ganz einfach dort die Macht übernehmen wollen. Im Iran ist es so, wir haben eine Opposition im Iran. Opposition gibt es immer. Der Schah hat auch eine Opposition gehabt, nicht? Mossadegh zum Beispiel. Und er hat auch seine Anhänger heute noch, viele Anhänger, diese Richtung. Aber das ist ja klar, zu den Schah-Zeiten gab es privilegierte Schichten. Sehr reiche, ich erinnere mich, dass ich einen jungen Iraner damals gefragt habe, von was lebt ihr denn, was macht ihr, womit verdient ihr euer Geld, das wollte ich immer wissen. Und da hat er gesagt, ja, wir besitzen ein Dorf. Mhm. Das muss man sich auch anders vorstellen, wie das bei uns hier ist, sondern so wie im Mittelalter. Wenn sie auch die Leute nicht verkaufen konnten, aber die waren an die Scholle gebunden. Denen hat alles gehört, das ganze Dorf, die Ländereien, die Leute mussten darauf arbeiten, die hatten keine Rechte. So war die Situation beim Schah. Und dann kommt der Khomeini und vertreibt den Schah nach Amerika. Viele sind mitgegangen. In Amerika gibt es große iranische Gemeinschaften, die natürlich auch davon träumen. Die Söhne, die Kinder vom Schah sind in Amerika, die von einer Rückkehr träumen. Und die sponsern natürlich auch, nicht jeder konnte abhauen, viele Schah-Treue sind geblieben, die haben natürlich ihre Pfründe verloren und auch so, wie soll ich mal sagen, das mittlere Bürgertum, das gehobenes Bürgertum, die halt ihre internationalen Geschäfte machen, sind durch die Blockaden jetzt behindert und sind hier natürlich jetzt in der Opposition. Und du kannst auch sicher sein, dass die Opposition im Iran aus Amerika unterstützt und finanziert wird. Ja. Speziell auch über diese Exil-Iraner, die nach Persien hineinwirken. Aber auch wenn man die Demonstrationen jetzt sieht, die Menge ist nicht vergleichbar. Die können nicht so viel aufbieten, wie sie zu der Trauerfeier für den Suleiman aufgeboten. Das waren Millionen. Ja. Und kann ja sein, mit Bussen herangefahren, aber nicht, wie sie es bei uns machen. Zu den Parteiversammlungen bezahlte Leute mit Bussen herfahren, sondern die haben Busse geschartert, privat, um dorthin fahren zu können, um teilnehmen zu können. Das sind vielleicht, und dann auf dem Campus in der Universität, das sind die Studenten, das sind immer die Studenten, ne? Die träumen von Demokratie, haben vollkommen falsche Vorstellungen. Deren Vorstellung der jungen Iraner von Demokratie ist, dass sie Alkohol saufen können, ja, dass sie sich benehmen können, wie sie wollen und vor allen Dingen Alkohol trinken, das betrachten sie als Freiheit. Aber lass mich mal dieses Iran, diese Seite des Iran mal weg.
gehen wir auf die Situation, auf die politische Situation. Da habe ich einfach die Frage, warum bekämpft die USA diesen Iran? Und warum sucht sie nicht, sich diesen Iran als Bündnispartner oder mindestens als neutralen Partner zu gewinnen? Warum lassen sie dieses Atomabkommen, das ja verhindert hätte, dass der Iran jemals an Atombomben kommt? Warum wird das gestrichen? Das sind ja feindselige Akte. Und jetzt behauptet man, das sind alles Terroristen und der Staat muss verschwinden. Also sagen wir mal so. Wer steckt dahinter? Sagen wir mal so. Wir reden ja jetzt über das Gebiet von Teheran bis ans Mittelmeer. Ja. Wir reden über die Länder Iran, Irak, Syrien, Libanon, Israel etc. Saudi-Arabien und Jemen. Jemen, ja. Und da geht es um zwei Dinge. Einmal geht es ganz einfach immer nur ums Öl. In Libyen ging es ums Öl und dort, das ist nun mal ein ölreiches, das ölreichste Gebiet der Erde und das wollen die anderen haben. Und man muss sich ja mal vorstellen, sie hatten es ja schon mal. Ja. In Libyen hatten sie es, bis Gaddafi kam, ich erinnere mich noch gut, und hat die Ölquellen dann verstaatlicht. Und im Iran war es ja auch so. Sie hatten es ja alles. Sie hatten die Ölquellen im Iran in der Hand. Dann kam Khomeini, Mossadegh erstmal, aber das ist, hat nicht gehalten. Ja. Der Schah hat den Amerikanern das wieder zukommen lassen. Genau. Im Irak sind auch die Ölquellen verstaatlicht worden, haben sie keinen Zugriff mehr gehabt. Das ist das eine. Nun fragt man sich, warum Syrien? Wir kennen das Pipeline-Projekt, es sind die zwei Projekte gewesen. Diese große Pipeline, die von Süden der arabischen Halbinsel bis ans Mittelmeer gehen sollte, quer durch Syrien. Und das andere Projekt, was von Teheran bevorzugt war, wo die Pipeline direkt durch Syrien geht und die arabische nicht zulässt. Mhm. Das ist ein Streitpunkt. Es geht ums Öl, es geht um die Herrschaft in diesem Gebiet. Sie wollen einfach das Öl abzapfen. Und es geht um die Daseinsberechtigung Israels. Es geht um Israel. Ja. Israel führt sich seit seiner Staatsgründung so auf, dass sie nur noch Feinde um sich herum haben. Sie sind nicht in der Lage, mit irgendjemand außenrum Freundschaft zu halten. Und Israel fühlt sich bedroht. Israel duldet, will keinen Staat im Mittleren Osten dulden, der stärker ist als sie selber. Aber jetzt müssen wir mal eine kleine Pause machen.